So, Beitrag Nummer 2. Heute war der Tag, wo der Elefant das dicke Wasser lässt. Und zwar, wie gesagt, gestern habe ich einen Testflug gemacht am Abend, wo ich dann dachte, ja, jetzt bist du fertig. Die Drifts sind so weit weg. Ich konnte es dann ganz leichter Drift, aber das konnte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil dann ein kleines klitzekleines Lüftchen kam am Abend. Ist hier, wie gesagt, nicht Nevada-Wetter hier, also man muss ständig schauen, es ist stressiges Modellflugwetter. Man muss ständig schauen, dass man Spot kriegt, also wenn man dann Spot kriegt wie heute, wo es fast identische Wetterverhältnisse sind wie gestern, nahezu Windstille, kann man es am besten durchtesten. Ich habe es versucht, also gestern dachte ich mir, jetzt ist er kalibriert, eingeflogen, fertig. Heute der Test, Akkuwechsel, nichts verstellt, gar nichts verstellt, einfach nur fliegen, ne? Spaß haben. Also darum geht es ja bei dem Hobby. Geht ja nicht um Vorwärtsprogrammierung und abstürzende Apps und Betriebssysteme. Es geht um Flugspaß, ne? Also ab nach Akkuwechsel, was ist passiert? Also im Zuge des Fluges hat sich der Drift wieder geändert. Also ich hatte so einen leichten Rechtsdrift auf einmal und einen leichten Vorwärtsdrift. Und das heißt, ich muss den Knüppelstick leicht so halten. Im Zuge des Fluges werden dann die Knüppelausschläge, die wachsen. Also es wird dann größer, der Ausschlag. Irgendwann, so habe ich dann gelandet, musste ich dann landen und da merkt man, das ist so eine Knüppelstellung, gerade so diagonal, das macht so gar keinen Spaß, ständig im Fliegen so einen Knüppelstick halten, damit der einfach nur mal gerade in der Luft stehen bleibt. Wenn die Ausschläge dann wachsen, wie gesagt, im Zuge des Fliegens, ist es noch beschissener. Und das ist so ein typisches Spektrum-Flight-Controller-Merkmal, dass sich im Zuge des Fliegens, der Flugmanöver, die man übt, die Ausschläge, die Gegenausschläge wachsen, ne? Und irgendwann ist man dann so beim Landen, damit er einfach nur seicht, geradlinig runtergeht. Da merkt man dann, Flugspaß ist vorbei, fliegt sich scheiße, ist so, es fliegt scheiße. Also wieder zurück auf die Werkbank, wieder kalibrieren. Nochmal einen Testflug gemacht, aber immer noch leichte Drifts. Ne? Was ich festgestellt habe, also man kann auf zwei unterschiedliche Arten den Helikopter kalibrieren. Also wie gesagt, hier die Pitchlehre drauf, 0 Grad, Pitchlehre drauf, 0 Grad. Einfach nur drauflegen, so kalibriere ich, habe ich immer das gleiche Setup, kann ich 150% davon ausgehen. Jetzt kannst du es testen, wenn das Flugverhalten nicht stimmt, weißt du, stimmt nicht. Also wieder kalibriert, wieder aufs Flugfeld. Was ich dann getestet habe, Helikopter sich selber ausrichten lassen beim Take-off. Ne? Der dreht sich dann etwas, der Tail, bis sich die Blätter richtig hinstellen und dann kannst du geradlinig abheben, fast schon. Aber wie gesagt, also wenn ich im Fluge dieses Ding hier probiere, den Helikopter mal so und mal so schwenke, ne? Mit seinem so 180 Grad. Wenn ich das dreimal mache, dann kommt die ESC-Warnmeldung und dann fängt der Helikopter auf einmal an, wenn ich ihn wieder so hinstelle, wieder wegzudriften. Also das ist auch so ein typisches Spektrummerkmal, wenn man glaubt, man ist fertig mit dieser ganzen shitty Einstellerei, ich muss es echt mal sagen, das ist jetzt wirklich langsam nerventötend, und man denkt, ja, jetzt hast du ein Flugerlebnis gehabt, fertig, fliegt, nahezu windstille Verhältnisse, gehst am nächsten Tag aufs Feld, einfach nur einen Akkuwechsel, willst das identische Flugfeeling wieder haben, hast du nicht, ne? Geht nicht. Jetzt gibt es hier, also das ist
im Fluge ESC-Warnmeldungen, wenn du solche Flugmanöver übst? 180 Grad und dann stellst du den so und dann fängt er auf einmal wieder an, so wegzudriften nach links. Ist beschissen, also dann fängst du wieder an mit dieser dämlichen Knüppelstickstellung. So musst du dann wieder landen, ne? So irgendwie so, manchmal noch einen Tick nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wie sich das irgendwie im Fluge dann verstellt. Fliegt sich beschissen und dann wieder auf die Werkbank, wieder kalibrieren, wieder Pitchlehre drauf, 0 Grad, wieder Pitchlehre drauf, 0 Grad. Und dann fliegen einem erstmal während des Kalibrierens die Fehler um die Ohren. Also es gibt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, den zu kalibrieren. Das ist einmal über System Setup, ne? Da gibt es diesen Punkt Calibrate Sensor. Oder wenn man da jetzt lauter immer wieder ESC-Warnmeldungen, jedes Mal beim Kalibrieren ESC-Warnmeldungen bekommt, dann dachte sich der Software-Ingenieur, ich lasse mir was anderes einfallen. Jetzt musst du auf Setup gehen, dann gehst du auf Gyro-Settings, dann setzt du deine Orientation nochmal vom Flight-Controller und dann, wenn du back springst, dann kommt nochmal das Kalibrieren automatisch. Ne? Und da kommt dann keine Fehlermeldung. Dann gehst du nochmal aufs Flugfeld und darfst es nochmal durchtesten. Also das ist so dieses Spektrum-Prozedere. ESC 25.1 Volts. Ja, das kommt dann auch. ESC 25.1 Volts. Wenn du fertig bist nach dem Fliegen, gehst du in Forward Programming, willst du noch die Zellen schauen, wie viel Volt sind denn da noch drin und dann kommt die Fehlermeldung. Also Drifts, solche Flugmanöver durchtesten, ESC-Warnmeldungen, dann sind die Drifts wieder drin. Also es ist wirklich man muss es sagen, also nach Monaten der Testerei ist eigentlich wirklich ein shitty Flight System. Ich kann keine gute Werbung dafür machen, weil es hält nicht, es fliegt nicht stabil, man hat nie das gleiche Flugerlebnis, wenn man mal denkt, man ist fertig, man hat es eingeflogen, keine Drifts, weder Roll noch Pitch, fliegt stabil in der Luft, Akkuwechsel, man will das gleiche Flugerlebnis wieder haben. Geht nicht.